Sonja Zietlow ist aus der deutschen Fernsehwelt kaum noch wegzudenken. Die Moderatorin begann ihre Karriere schon in den 90ern. Wir zeigen euch, wie sie sich über die Jahre verändert hat. So sah Sonja etwa zu Beginn ihrer Karriere im Jahr 1994 aus. Doch bevor sie beim TV durchstartete, wurde sie zur Pilotin bei der Lufthansa ausgebildet. Anschließend arbeitete sie als erster Offizier im Cockpit einer Boeing 737. Das Fernsehen entdeckte Sonja bei der Sat.1-Sendung Herz ist Trumpf, bei der sie als Kandidatin teilnahm. Zu den ersten Shows, in denen Zietlow einen Moderatorenjob übernahm, zählten das Kinderprogramm Bim Bambino, die Spielshow Hugo und die RTL2-Sendung Hotspots. Von 1997 bis 2001 hatte sie ihre eigene Talksendung Sonja auf Sat.1. Es folgte Der Schwächste fliegt von 2001 bis 2002, Teufelsküche 2005 und Entern oder Kentern 2007. Seit 2005 moderiert sie Die 10 und Die 25. Als Dschungelcamp-Moderatorin wurden Sonja und Dirk Bach zum gefeierten Traumduo im TV. Seit 2013 moderiert Daniel Hartwig das Dschungelcamp an Sonja Zietlows Seite. Sie nahm an der zweiten Staffel der deutschen Ausgabe von The Masked Singer teil und gewann im Kostüm des Hasen den 4. Platz. In der 3. Staffel durfte sie dann selbst Teil des Rateteams werden. Neben diesen Sendungen war sie noch in vielen weiteren Shows im TV zu sehen. Sonja Zietlow ist ein Allround-Talent, das oft für seine witzigen Sprüche gefeiert wird. Viele ihrer lustigen Moderationen im Dschungelcamp stammen übrigens aus der Feder ihres Mannes. Bereits seit 2003 ist Sonja mit dem Autor Jens Oliver Haas verheiratet. Zwar hält sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus, einige kleine Anekdoten sind dennoch bekannt. So erzählte sie gegenüber Promipool, dass sie ihren Mann immer Hase nennt. Privat ist Sonja eine absolute Hundeliebhaberin und setzt sich im Rahmen einer Non-Profit-Organisation für die Tiere ein. Außerdem ist die Moderatorin richtig sportlich. Sie spielt leidenschaftlich Golf und gehörte dabei sogar schon zu den besten Amateurspielern des Landes. Ihre vielen Talente konnte sie auch schon bei Schlag den Star unter Beweis stellen. 2020 trat sie in der Show gegen Jürgen Milski an. Schlussendlich konnte sie den Wettkampf für sich entscheiden und sich über das Preisgeld freuen. Inzwischen gehört Sonja Zietlow zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Wir sind schon gespannt, auf welche zukünftigen Projekte der Powerfrau wir uns freuen dürfen.